Kelpi. Kelpi ist zum einen der Name eines Wassergeistes. Kelpi ist auch die Bezeichnung einer australischen Hunderasse. Es gibt den sogenannten Australian Kelpie. Und der ist da ein Hund, der relativ klein ist und recht auch ein Hüterhund ist. Aber hier soll es etwas mehr um Kelpie gehen, als dass ein Wassergeist, manchmal auch als Wasserdämon bezeichnet. Kelpie spielt eine gewisse Rolle in der britischen Mythologie, in der schottischen Mythologie. Er gehört also zur keltischen Mythologie. Der Kelpie hat die Gestalt eines großen Pferdes, manchmal auch Pferd mit Fischschwanz. Kelpie befindet sich an tiefen Flüssen und es gibt die Sage, dass der Kelpie den Wanderern verspricht, den Fluss zu überqueren, sie hinüberzutragen. Aber wenn der Kelpie erstmal den Wanderer auf seinem Rücken hat, dann zieht das Pferd oder der Kelpie den Wanderer in die Tiefe und verspeist ihn. Allerdings, wenn es gelingt, den Kelpie einen Schleier über den Kopf zu legen oder ihm eine Trense anzulegen, dann muss der Kelpie dem Menschen zu Diensten sein. Kelpie wird in der keltischen Mythologie als starkes und mächtiges Pferd beschrieben. Kelpie dient am Hof des Meeresgottes. Er ist ein Reittier, Zugtier, Lasttier. Kelpie ist ursprünglich schwarz, also schwarzes Fell. Später ist das Fell auch weiß, manchmal ein verirrtes Pony. Oft kann man Kelpie erkennen an der triefenden Mähne. Dann gibt es eben die sogenannten Wasserpferde. Und da gibt es eine Reihe von Wasserpferden in der nordischen Mythologie. In vielen Sagen ist Kelpie der Antagonist, das heißt derjenige, der sich den Guten in den Weg stellt, und der Kelpie muss besiegt werden. Kelpie heißt wie das Gegenstück zum Pegasus. Ein Pegasus ist ja ein wunderschönes Tier, ein Tier, das auch fliegen kann, weiß und majestätisch ist. Und so ist also ein Pegasus ein wunderschönes Tier, welches für die Größe steht, für die Leichtigkeit, für die Erhabenheit. Heute werden Pegasus auch gerne dargestellt, noch mit einem Einhorn. Und so werden verschiedene Mythen zusammengebracht. Aber der Kelpie ist eher einer der Pferde des Meeresgottes, aber auch derjenige, der uns manchmal bremsen will. Kelpie kann zum einen dafür stehen, dass es Versuchungen gibt im Unterbewussten. Manchmal wollen wir den leichteren Weg gehen und das kann uns ins Verderben führen. So wie es leichter erscheint, auf den Rücken eines Kelpies zu gehen, anstatt sich eine Furt zu suchen und langsam über das Wasser zu gehen. Und so kann es manchmal gefährlich sein, den einfachen Weg zu gehen. Kelpie kann auch für Herausforderungen stehen, die unser innerer Geist, innere Widerstände auf dem spirituellen Weg uns entgegensetzen. So wie der Kelpie in vielen Sagen der Antagonist ist. Um einen Fluss überqueren zu können, muss man einen Kelpie erstmal überwinden. Und so ähnlich steht Fluss und neues Ufer immer wieder für neue Herausforderungen, die nicht so einfach sind. Und hier kann man zu Gott beten und darum bitten, dass man auch diese Herausforderung letztlich meistern möge.